Oh, die kennen wir doch. Los, hier rein. Die Terra Nova? Warum? Ich empfange Signale von einem der Ornithologentransponder. Sie kommen aus dem Cargo. Was ist mit den anderen Schiffen passiert? Schätze, die hat sie im Minenfeld zerlegt. Kommen Sie, wir sehen uns mal um. Hey, hey, da ist das Schiff! Ist wohl von einer Mine getroffen worden. Und jemand hat den Shockpoint-Antrieb ausgebaut. Natürlich. Sie müssen ihn reingebracht haben. Blöd. Warum? Weil ich die Dings zu mir gezogen habe. Die Kiste. Musst du eigentlich hin? Wo? Kein spezifischer Ort, oder? Eigentlich nur rein. Wollen wir uns hier erstmal umgucken, oder meinst du, ja, hier gibt's würde ich mehr? Sagen. Ich weiß es nicht. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken, ob es hier was gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Awaken 2. Oh, wir haben übrigens einen Log voll übersehen, einen Textlog. Im ersten Teil. Und hier gibt's drei Logs, zwei Waffenteile und drei Platinen. Wir haben einen Log und einen Textlog vergessen. Genau, das ist ja das Log, was wir übersehen haben. Achso. Und hier haben wir noch gar nichts gefunden. Ja, wir sind ja gerade angekommen. Ja. Gucken wir uns hier mal gut um. Hier sind wir in Platinen auch. Da ist zum Beispiel einer. Yay! Da oben leuchtet es rot, das ist interessant. Ah, ne, da auch. Zurück im Weltall. Hier sind keine Negros. Das stimmt. Keine Verseuchung, kein gar nichts. Naja, Verseuchung schon. Du zählst nicht. Ey. Okay, hier ist aber offensichtlich kein Reinkommen. Und hier insgesamt ist nichts. Aber gut, wir wollten, die Platine ist vermutlich das, was man hier findet. Warum muss ich eigentlich permanent die Schubdüsen anhaben, um vorwärts zu kommen? Das ist eine gute Frage, weil eigentlich müsste es ja ganz anders funktionieren, ne? Ja. Eigentlich einmal eine Beschleunigung und dann hast du die auf immer. Ja. Bis du eine exakte Gegenbeschleunigung hast. Ansonsten hast du Arschkart. Aber vielleicht ist genau das, dass unser Anzug automatisch abbremst? Ja, aber man sieht keine Abbremsdüsen oder so. Magie? Hier gibt es zwar Zombies, aber hier gibt es keine Magie. Abbremsmagie? Nein. Nebenbei, ich finde es übrigens ein bisschen komisch, dass wir hier, dass das doch da nämlich Kisten sind. Siehst du das, dass die nach hier hinten gehen, die Kisten? Wo bist du? Ich weiß nicht, warum nach hier hinten Kisten gehen. Because reasons. Also ich kann hier nicht lang. Ich auch nicht, lustig. Wir haben eine Alpha-Wand entdeckt. Ja, wirklich entdeckt. War klar, dass sie da ist. Wir haben sie gefunden. Ach, das war dieses komische, wo ich so nach oben fliegen muss, oder? Genau. Und hier gibt's einen Ressourcenspot. Aber unser Skip ist nicht da. Ja, das haben wir auch beim anderen Ding gelassen. Ja, aber hätte jemand hinfliegen können? Wer denn? Weiß ich nicht. Erster. Zweiter. Hast du das Ding nicht gerade aufgemacht gehabt? Hallo? Wenn da draußen jemand noch bei Verstand ist, müssen Sie den Plan zu Ende führen. Wir dachten, der Reaktor dieses Schiffes könnte unseren Shockpoint-Antrieb mit Energie versorgen. Aber sie brachten ihn in den Kommandoturm der Mittelstation und sperrten mich aus.
Wenn sie es auf die Brücke schaffen, müsste es eine Möglichkeit geben, die Abriegelung abzuschalten. Aber sie müssen... Nein! Es wird Zeit, Mitglied der Church zu werden, Bruder. Nein! Weg von mir! Aufhören! Ah! Ah! Hörst du das auch? Nur mal so pure ja. Zu spät, Sie haben einen Shockpoint-Antrieb. Kommen Sie, mal sehen, ob wir die Abriegelung aufheben können. Enter and be judged. Also wir müssen die zwei. Tritt ein und werde gerichtet. Sprich Freund und tritt ein. Melon. Das Lustige ist, der neue Gegner bei Beastars heißt Melon. Ja. Ja. Das ist eindeutig ein Elf auf Orkisch. Nee, Zwergisch. Oh, naja. Also hier hat jemand echt künstlerisch sich auch verausgabt. Ja. Mit Krepppapier und so. Oh, das Ding. Warte mal, wir sind ja hier auf der, Ja. Auf Terra Nova. Hieße? Ja, aber was war das? Massebeschleuniger? Die hat so einen ganz lustigen Namen gehabt. Oh, dann explodiert was. Ja, hier waren Leute. Ach, Leute, die explodieren jetzt mal. Ist dir aufgefallen, dass hier ganz, ganz viele Kerzen rumliegen? Nee, komm mal her. Die Leute haben hier rumgebetet. Die Leute haben sich die Arme abgeschnitten und lustige Dinge damit gemacht. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ich habe Textlog gefunden. Dass die Arme hier rumliegen, ist meine Schuld. Gedankentagebuch an Wette Randall kam. Mit der Stimme kam eine Woge unkontrollierbarer Glaubensbekundungen. Eines der frommeren Mitglieder unserer Gruppe entschied sich, der Stimme lieber früher als später entgegenzutreten, was damit endete, dass sein Hirn über die Decke verteilt war. Der Rest von uns verließ den Planeten, um den Weg zu bereiten, so wie die Stimme es befohlen hatte. Doch in unserer Eile schafften wir es nicht, diesen uralten Minen auszuweichen, die noch durch den Orbit trieben. Viele Gläubigen wurden heimberufen. Wir übrigen sammelten uns in einem verlassenen, aber intakten Schiff namens Terra Nova. Aus dem Wrack eines unseren Shockpoint-Antrieben, aus dem Wrack konnten wir einen Shockpoint-Antrieb bergen, der sich hoffentlich an den Reaktor der Terra Nova koppeln lässt. Doch was? Doch unsere Gruppe bricht auseinander. Der Glaube ist dem Wahnsinn gewichen und eine neue Kirche bildet sich. Meine einzige Hoffnung besteht nun darin, dieses Schiff funktionstüchtig zu machen, damit wir zur Erde zurückkehren, bevor wir alle diesen Störungen erliegen. Die wollen diesem riesigen Schiff einen kleinen Shockpoint-Antrieb des großen... Was? Du weißt nicht, wie der funktioniert. Das ist wahr, das weiß ich nicht. Ich habe übrigens noch ganz viel... Ich kann ja gerade ganz viele Sachen mal geben. Hier liegt nämlich noch ganz viel rum. Ich hab noch 6 Plätze insgesamt. Oh ja, ja, ich bastel mal ein bisschen, ne? Ich hab gehört, ich soll basteln. Ja. Ich beschütze dich. Beschütze mich. Gegen was genau beschützt du mich gerade? Ich massiere dich ein bisschen. Aha. Ebene 3 ist noch offen. Gehen wir zurück zum Aufzug und fahren damit zur Bahnstation. Loveboat hieß das Ding. Loveboat. Ja, wegen den beiden Dudes, die hier die Führung hatten. Hm? Stimmt. Und es war... Oder war es der Penetrator? Nee, Penetrator habe ich es dann genannt. Ja, Carry Us Home. Oh mein Gott. Mach doch so einen Scheiß nicht. Hast du was gehört? Ich hab bloß das gesehen. Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen, dass ich sie anführe. Haben Sie sie auch gehört? Was? Nein, hab ich nicht. Hören Sie nicht auf sie. Wir müssen nach Hause. Und wenn die genau das von uns wollen? Oh, Isaac. Wenn Leute Stimmen hören, dann bedeutet das, dass sie durchdrehen. Sie drehen durch, okay? Und jetzt holen wir uns den verdammten Shockpoint-Antrieb. Okay, Carver. Hat er recht. Naja, aber was ist, wenn Isaac recht hat? Was wäre, wenn wir der neue Marker sind, also der neue Mond? Ja, aber dann sollten wir nicht zur Erde. Oh, hallo? Ah! Wie das vorgehen?
Du darfst vorgehen. Textlock für dich. Ich hab keins gefunden. Ich hab's aufgesammelt gehabt. Ach so, sag das doch. Gedankentagebuch an Wetter Randall K. Offenbar sind nicht mehr viele von uns übrig, die sich der neuen Church noch nicht unterworfen haben. Rudelweise grasen sie die Gänge auf der Jagd nach uns ab. Sie haben sich angewöhnt, ihre Zeremonienkapuzen zu tragen, dennoch erkenne ich einige von ihnen. Ich weiß jedoch nicht, wer sich hinter der Maske ihres Anführers verbirgt. Er behauptet, für die Stimme zu sprechen, und er hat alle davon überzeugt, aus dem Schiff eine Kirche zu machen. Ornithologen wird schon früh beigebracht, dass unsere Körper heilige Gefäße sind, die bei der Konvergenz vereint werden. Aber dieser neue Anführer lehrt, dass unsere Körper unvollkommen sind, und diese körperlichen Unvollkommenheiten merzt er buchstäblich aus, indem er sie zu Ehren der Stimme durch groteske Glieder ersetzt. Seine Jünger bringt er dazu, die abgetrennten Körperteile als Opfergaben in Körben einzusammeln. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch vor ihnen verstecken kann. Jetzt gehen wir in die Halle der Worte. In die was? In die Halle der Worte. Oh. Hall of Words. Nee, Worship. Ich habe das letzte nicht gelesen, es war zu dunkel. Hör auf, ihr Zeug zuzuschustern. Das ja, du hast noch Platz. Es dauert aber ewig, bis wir eine neue Dings kriegen. Ja und? Oh. Verreckt. Also entweder habe ich dich getroffen. Hahaha, der hat eine neue Verschönerung. Den habe ich gesehen. Den der Typ, der steht mit dem Fleischermesser. Mit dem Fleischersäger. Du meinst den mit den zwei zusätzlichen Armen aufdrücken? Ja, genau. Hallo. Die wollten, dass wir Stasi benutzen. Definitiv. Nicht ein wahrer Gläubiger. Okay, lass uns eine Position finden, die safe ist. Es muss real gewesen sein, richtig? Drauf geschissen. Wir verschwinden hier. Wo ist der Kommandoturm? Auf der Mittelstation. Wir müssen die Bahn nehmen. Das finde ich so lustig. Und guck mal, das ist genau das, was ich meine. Jetzt ist... Die Leichen bleiben nicht da, aber sie können Schaden machen. Ist es real? Ist es... Und ich meine, die Hände liegen ja noch hier, ne? Die Hände von dem Typen, das wir gesehen haben, was abgesägt wurde. Ja. Blutiger Markertext geschrieben, den ich nicht übersetzen kann. Wirklich nicht. Der ist nämlich viel zu vermatscht. Jetzt kriegst du hin, bessere Beleuchtung. Oh, ist das vermatscht? Es muss so rum sein. Oh Gott. Ach, oh, das arme Zukunftskaninchen. Wie viel Platz hast du noch auf deiner Platte? Ja, passt noch. Mittelstation. Wir können noch in die Achter. Nee, können nur in die Mittelstation. Sie kommen, meine Brüder, und sie sind hungrig. Ist eure Seele bereit, sie zu nähren? Oder werdet ihr als unwürdig erachtet und ausgemustert? Helft mir, eine neue Kirche zu bauen. Keine aus Stein und Mörtel, sondern aus Fleisch und Blut. Zollen wir Tribut, so glorreich, dass der Himmel ihn bemerken wird. Sie kommen, meine Brüder, und wir werden bereit sein. Cool Story, Bro. Nächster Halt. Oh! Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Mit zu viel Markertext hier. Oh Gott! Was, die Leute, die da hängen? Ah, ist schon hübsch. Ja. Ich hab was gefunden.
Ah, oh, ich kann es nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich bin voll. Warum das denn? Weil mir irgendwer immer alles zuschustert. Ist ja ein komischer Mensch, wer das macht. Du. Bin kein Mensch. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst... Oh, das ist so durcheinander, das hier geschrieben hier. Das kannst du gar nicht übersetzen. Auch du kriegst das hin. Nee, das ist zu durcheinander. Also das Blut geschrieben... Ach du Scheiße, ist hier viel Markertext. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan. Für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit. Die sehen nett aus. Ja, Erlösung schön, ne? Sein. Würde man auch gerne, möchte man gerne in seiner Bude haben. Ja. Nicht als Menschen, sondern als Gott. Come on, Liftboy. Ich bin kein Liftboy. Doch welchen Teil werdet ihr gehen? Ein Ohr, um die Botschaft zu hören? Eine Zunge, um die Botschaft zu verbreiten? Oder einen Kopf, um die Botschaft zu verbreiten? Ja, der atmet übrigens, hörst du das? Ich kann ja auch einschlafen. Hier atmet, die Wand atmet. Ich dachte, der hier. Nee, hier die Wand atmet. Ich sehe sie nicht atmen. Da hörst du? Hörst du das nicht? Bei mir atmet das hier gerade. Meinst du wirklich, dass das funktioniert? Also bei den ersten hat es funktioniert. Naja. Wieder da hinten in die Ecke? Ja. Gut. Hallöchen. Oh Gott. Hallöchen. Ich glaube, man sollte sich von dem nicht treffen lassen. Was? Wie kommst du denn darauf? Weil er so langsam ist. Und weil man ihn nicht treffen kann. Kinder. Ich hätte Bock auf Kinder. Komm hier hinter. Die kommen auch von hinten, denk dran. Oh, der Bild. Die Auferstehung steht bevor. Nein, danke. Haltet euch bereit, wie ihr gefunden werden wollt. Bereiten wir uns vor. Der geht's auf dich. Ja, ist okay. Wir sünden aus unserem Körper und erheben unsere Stimme zu ihnen. Er teleportiert sich. Solla. Der ist weg. Isaac, hey, das war nicht real. Machen wir das richtige, Carver? Das Richtige? Lassen Sie sie nicht in Ihren Kopf. Die wollen uns verwirren. Also, im Moment zählt nur, den Shockpoint-Antrieb zu besorgen und dann heimzukehren. Okay? Haben Sie das genau kapiert? Hast du das kapiert? Mhm. Natürlich. Alter, da oben, das ist auch... Das musst du übersetzen. Aber guck mal, das ist natürlich auch so ein Ding, wo ich persönlich finde, das ist eine Sache, die sie echt hätten machen müssen. Dass Isaac jetzt zum Beispiel, weil er schon dreimal Marke hatte, diese Marke schon langsam lesen können müsste. Wenn das geschrieben wird von Leuten, die schon erst seit kurzem davon betroffen sind. Warum kann Isaac den nicht lesen? Oder Carver, mir egal, aber einer von beiden, weißt du? Unterschiedliche Sachen, die man sieht.
Hier ist ein Spot. Loot, 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 mein Loot. Der wollte dich vom Looten abhalten. Ja, bei der Loot-Animation bist du unverwundbar. Ja. Hier ist ein Textlog für dich. Gedankentagbuch, Randall Carr. Ich wollte weglaufen, aber ich stolperte über ein Loch im Boden und brach mir den Knöchel. Was? Ich brach mir den Knöchel. Sie schleppten mich zu einem Spind, in dem ich eingesperrt bin, bis die Kirche bereit ist. Ich schätze, sie werden mich umbringen. In diesen letzten Stunden beschäftigt mich weder der lähmende Schmerz in meinem Knöchel noch die Angst um mein Leben. Ich weiß, dass ich sterben werde. Mich beunruhigt vielmehr, was danach passieren wird. Gibt es so etwas wie die Konvergenz überhaupt? Unser ganzes Leben lang wird uns gesagt, wie wundervoll sie sein wird, doch wovon wir Zeuge wurden, ist das genaue Gegenteil davon. Und diese Stimme, sie wird... Sind wir Instrumente ihrer Göttlichkeit oder sind wir zu Werkzeugen unserer eigenen Zerstörung geworden? Ich hoffe inständig, nichts davon ist wahr und dass ich, wenn ich sterbe, nichts spüren werde und dass dieser Albtraum endlich zu Ende sein wird. Ich muss nur noch einen Moment der Schmerzen ertragen und dann werde ich frei sein. Toll! Hast du gerade auf den Unsterblichen geschossen? Yep. Das hat nicht so viel gebracht. Habe ich das Gefühl. Bringt's meistens nicht. Also muss ich auf Unsterbliche schießen? Na ja. Nein! Nimm mich mit! Hoffentlich kommt da jetzt kein Kampf. Schade, dass da jetzt kein Kampf kommt, den du alleine bestreiten müsstest. Okay. Kommst du? Offensichtlich nicht. Na komm, mach hin. Du schaffst das schon. Ach, geh ich halt allein. Was steht denn hier? Da steht noch ein Text. Den muss ich mal vergrößern, den Text. War mir schon klar, dass du es wieder versuchst. Kenn dich, ein junger Padawan. Was? Oh, hey, Buddy! Okay. Weg, Mara. Der kann sich teleportieren. Ich glaube, er ist nicht da. Ich glaube, er ist nur in unserem Kopf. Und wenn nicht, dann hat er die Teleportation erfunden. Da unten ist auf eine Bank. Dann ab zur Bank. Wir haben nicht auch, achso, hat der Popplatz. Ich bin nicht so fett. Doch, bist du. Die Bank steht woanders, als sie vorher stand. Das sieht doch. Weil jetzt die Werkbank noch dabei, die Rüstungswerkbank noch dabei ist. Braucht mehr Platz. Ja. Ich gebe dir gleich mehr Platz. Ja, bitte. Das wäre sehr schön. Drei Nachladen, drei Clip. Ja. Da oben ist ein Loch in der Decke. Ja, hier ist Markertext. Der sich ändert. Okay. Ah, das Zukunft kann ich ja wieder richtig was tun. Oh, mir gefällt, was ihr raus hier gemacht habt.
Wir haben die Leiche weggeräumt, oder? Ja, das war die Cowboy-Action hier, ne? Ja. Mit den Sprengsätzen. Ja. Die haben noch nicht mal die Löcher wieder zugemacht. Doch, hier, aber der Cowboy-Hut ist noch hier. Schadenshilfe? MK2? Die kann ich dann einbauen. Ich hab eh schon eine Schadenshilfe drin. Na, das Ding, da komm ich nicht. Ich glaube, ich habe den Shockpoint-Antrieb gefunden. Maybe. Du bist der Techniker, du Dix. Okay, ich habe erstmal. Ich habe Marker Vision, ich bin nicht da. Oh mein Gott. Nee, lass mich. Lass mich. Ich brauch einen Marker. Oh. Bist du gestorben? Ich war full life und ein Gegner hat mich gehittet. Wow. Ach, jetzt muss ich hier alles einsammeln. Der war mächtig, der eine Gegner offensichtlich. Musst du nach oben heben? Muss ich gar nicht. Na gut, komm, scheiß drauf. So, weiter geht's. Salvation! Okay, ich versuche so schnell wie möglich einen Ausweg zu finden. Oh Gott, nein! Aua! Au. Aua! Der Marker. Er glüht. Mir geht's gut. Okay, mir nicht. Kryptonen an Loot. Sehr gut. Danke fürs Heilen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin gleich tot, ich habe nämlich keine Lebenspunkte mehr. Wirklich, ich hab keine Ahnung, ich hab schon so oft auf den. Das ist ein Marker, der leuchtet. Ich schieß mehrfach auf den Marker und es passiert nichts. Dann guck, dass du was anderes machen kannst. Ich würde ja sagen, ich übernehme das, aber hahaha. Geht leider nicht, ja. Ja, vielleicht war ich so abgelenkt von dem leuchtenden Marker. Ich war vielleicht von dem leuchtenden Licht abgelenkt, das kann gut sein. Also ich weiß, ich werde mich in die Ecke stellen. Was habe ich für eine Waffe gerade? Eine falsche Wache. Mit dem Raketenwerfer oder Schatten komme ich super klar. Okay. Also ich bin durchgehen. Ich guck mich um. Ich krieg das hin. Also Plasmakette und Raketenwerfer, beides haben nichts gebracht. Okay, lass mich. Okay. Schon wieder so ein sinnloser One-Hit. Hä?
bereit? Nein, jetzt. Der Marker leuchtet. Der Marker. Er glüht. Aber... nichts passiert. Was ich tun muss, ist nur nicht so leicht. Schaffst du schon. Ich halte noch aus. Ich mach da. Oh. Kannst du mich mal heilen nach Möglichkeit? Du kannst? Ich kann dich heilen. Passiert nichts. Also, sorry, ich muss gestehen, der Marker, ich hab, also, der geht kaputt mit der Zeit, aber dann ist er wieder heile. Ich habe da jetzt, weiß ich nicht, wie viele Runden drauf geschossen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Er geht kaputt und dann endet die Szene und dann kommt, beginnt es wieder von vorne. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nicht, also, was ist, du hast ja auch schon mal so eine Marker-Szene, wo du auf den Marker schießen musstest, ne? Ja. So, und das mache ich. Und kannst du mir einfach ein paar Medpacks mal geben? Der leuchtet, da kann ich drauf schießen und dann geht er ein bisschen kaputt. Und dann hört er wieder auf zu leuchten und dann kommen halt wieder Gegner und dann ist er aber wieder heile danach. Weißt du, also das verstehe ich halt nicht. Ich glaube, ich habe da noch nicht was verstanden. Dein Co-Porter hat dein Geschenk erhalten. Thank you.
So, Marker hat geglüht, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt ist er wieder heil. Verstehst du, der geht immer wieder heile. Vielleicht musst du was anderes machen. Aber ist nichts anderes. Ich guck gleich eine komplette Lösung nach. Solltest du. Ich guck jetzt eine komplette Lösung nach, das ist mir gerade zu blöd. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!